Was schielst du? Hier sitzt ein Südmeerfahrer in einem Nordlandbottich. Mehr nicht. Ahoi, Matrose! Los, ab ins Brackwasser! Nein, danke. Wasserscheu, hm? Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Räudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König. Aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck. Hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Die Botin. Ganz genau. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm, den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Wer ist dieser Arauken? Der König des Irrlichterhügels. Betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alvin Arauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Bis später. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Arauken lässt mich dreimal im Svelte ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Du solltest besser auf... Was? Gerade... Ein Mädchen? Drehst du die... Ich glaube, ich kann ihm vertrauen. Das war schon alles. Hm? Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist er. Sag mal, Nuri... Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja, Es wurde sicherlich einst dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen, vielleicht später. Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Und plötzlich wurde alles dunkel. Nuri! Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Du bist nackt. Ich bade. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Du solltest besser auf dein... Was? Gerade ver... Mädchen? Drehst du... Ich glaube, ich kann ihm ver... Das war schon alles.
Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Gib her! Was will denn die Schnepfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! Ich habe ein paar... Das auch. Wer ist dieser... Er kümmert... Sein Schiff? Ja, Mann! Das war schon... Hm? Die Nachricht für diesen Harm. Ich werde ihn umbringen. Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Brauchst du was? Wer ist Kaufmann Harm? Ja, der allseits geliebte, ehrenwerte Kaufmann Harm. Seine Geschäfte haben stets zwei Seiten. Auf der einen stehen die Nutznießer, auf der anderen liegen die Leichen. Und was macht er genau? Irgendwann fing er an, eigenartige Steinfiguren an Alvin Arauken zu verkaufen. Den König der Unterwelt hat sich eine goldene Nase damit verdient. Seitdem mischt er im Schmugglergeschäft mit. Aber was er wirklich will, weiß niemand ganz genau. Denn er verlässt niemals sein Schiff. Wo finde ich Harm? Du hast aber was vor, mein Freund. Das ist meine Sache. Natürlich. Sein Schiff Terbonera liegt im Hafen. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Ich würde mich nicht so lässig an ein Abbild eines zornigen Meeresgottes lehnen. Ja, dazu sollte man schon ein Liebling der Götter sein. Was steht neben ihm auf dem kleinen Schild? Fische und Überfahrten soll das wohl bedeuten. Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Was soll das Gemurmel? Kannst du nicht ordentlich reden? Ach so. Tut mir leid. Aha. Na, schon was gefangen? Ja. Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch, mehr nicht. Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Ja, wir sind zu zweit. Ach so, zwei Kreuzer. Zwei Heller? Etwa Silbertaler? Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. Ach, vergiss es. Leihst du mir deine Angel? Mach es gut. An solchen Haken hängen die Nostria angeblich ihre Seizarelen zum Ausdünsten auf. Mit dem Kahlschädel möchte ich nicht aneinander geraten. Hey, hey, hey! Immer langsam! Was hast du hier zu suchen? Ich muss mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. So, so. Und warum? Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Tatsächlich? Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, genau. Jetzt lass mich durch. Erst die Losungsfragen. Losungsfragen? Ja. Welcher Profession geht der ehrenwerte Harm nach? Welche Tiere schätzt der ehrenwerte Harm am meisten? Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Also, was ist Harms Profession?
Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Harm mag Wale sehr gern. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken.